Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Rabbids Kingdom Battle. In der letzten Folge sind wir ziemlich viel gelaufen. Machen wir heute hier einmal weiter. Kämpfen. Direkt. Von wo kommt der Schneesturm? Hier ist nämlich ein Schnee. Ist der das hier? Ich weiß es nicht. Was aber cool ist. Kann ich? Ja, ich kann die nämlich frosten. Ich schieß mal, um euch das zu zeigen. Jetzt können die nämlich einmal nicht angreifen. Rabbit Peach, warum kannst du den nicht dashen? Aber Rabbit Mario, du kannst den da dashen. Du kannst den dashen. Rabbit Mario, du bist super. Und du springst dann einfach mal. Hier hin, weil da hinten ist noch ein Verteidiger, habe ich gerade gesehen. Jump up super high, high up in the sky. Moses. Mario kann auch noch laufen. Mario, du musst eine Stampfattacke machen. Ich habe das Gefühl, dass Mario hier von dem Schneesturm getroffen wird. Deshalb stellen wir ihn dahin. Er wird so oder so, weil einer wird bestimmt getroffen, weil ich den Schneesturm gar nicht sehen kann. Es ist einfach viel zu hell auf dem Screen. Heldensicht, falls er sich bewegen möchte. Schick einfach meine Bombe mitten da rein ins Gefecht. Ach, habe ich Heldensicht schon an? Gut. Kann die Bombe mich springen lassen? Nein, schade. Dann springt. Nee, Rabbit Peach muss gar nicht springen. Rabbit Peach stellt sich. Doch, Rabbit Peach muss springen und zwar hier hin. Schild sicher, ist sicher. Wo ist der? Er startet bei uns. Okay, er trifft uns alle. Einen. Irgendwann ist der jetzt raus. Gut. Und Rabbit Mario hat dafür aber auch ordentlich Schaden erlitten. Nein, warum da? Aber der darf nicht angreifen. Der hat Frost. Frost war gegen Ultiska. Ich habe einen kompletten Denkfehler gehabt. Ja, wir sind gleich tot. Dashen. Essen. Hinstellen. Uns kann keiner mehr dashen, ja? Nee. Dann schieß mal auf den da. Rausdashen. Und wieder hinstellen. Ich muss die jetzt alle kurz zusammentun, um zu heilen. Sonst sieht der mich direkt in der nächsten Runde weg. Bitte. Also wir müssen auf jeden Fall heilen, verstärken. Oh, aber das heilt gut. Mach einen Crit. Ach komm, Mario. Okay, er kommt aber nicht ganz hin. Okay. Safe.
Als ob das Ding niemanden trifft. Ja, perfekt. Wieso trifft er bloß uns? Das hat den auch berührt. Das war in der Range. Es gibt zwei Heiler. Okay. Erstmal dashen. Durch die Röhre. Durch die Röhre. Dashen. Hier hinten hinstellen. Dashen. Durch die Röhre. Durch die Röhre. Dashen. Hier hinstellen. Das ist eine ganz schöne Taktik. Ihr seht mich wieder nicht richtig, weil... Ja, Entschuldigung! Wie viel machst du Dash-Schaden? 20. Ja, nee, Mario, dann springst du hier weg. Du stellst dich nach da. Und schießt auf den Grobi an. Dann ist der nämlich schon mal weg. Zack. Rabbit Peach schickt eine Bombe zu unserem Freund da drüben. Aus dem simplen Grund, weil die da meistens als Dings benutzt werden. Oh, du würdest Mario treffen. So nicht? Dann nimm den Hammer und hau drauf! Sehr schön. Tschüss. So, jetzt zwei Gegner noch. Was war anders spawnt denn hier in Obian? Der könnte Mario treffen. Mario wird das wegtanken. Stimmt, bitte trifft den da. Ja, trifft den. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Wieso kann er direkt laufen? Wobei, das war schon immer so. Ja. Bitte, bitte, bitte. Er wirft auf die Bombe. Ja. Also wir müssen uns auf jeden Fall hier mal ein bisschen... Wenn ich ihn wegdashe, muss ich kurz gucken, was wohnt hier in Grobian und hier drüben auch. Ja. Okay, Mario muss ganz weit weg. Kraftpaket. Ich weiß, hätte ich früher machen müssen, hab's gemerkt. Ich habe Fehler gemacht. Egal, nicht so schlimm. Wie komme ich da hin zu dem? Wie komme ich am besten jetzt richtig? Rabbit Mario, du kannst dashen. Dash den weg. Renn durch die Röhre. Renn durch die Röhre. Stell dich. Hier hin. Weiter offen. Okay, hier würde er sie. Hab ich recht? Oh, doch würde er. Dann stelle ich sie mal dahin. Oh, ich glaube, Mario wird sterben. Immer mal den. Die Hilfen kaputt, komm.
Der trifft gar keinen. Mario, du kannst nichts mehr tun. Ich kann nichts tun, der Grobian wird jetzt... Oder der Tornado wird Mario übernehmen. Nee? Oh, knapp. Der rennt zu Mario. Gut, damit ist Mario raus. Hab einen Fehler gemacht, so wie es aussieht. Nicht ganz so toll. Ich weiß gar nicht, hört man mich überhaupt, wenn ich spreche? Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig übertragen wird. Doch, wird es. Ich bleib mal ein bisschen mehr auf dem Ton von hier. Es ist nur noch ein blöder Gegner. Der Gehilfe ist tot, oder wie? Zack. Zack. Okay, das heißt, wir gehen da jetzt sowas von full drauf. Mein Hammer könnte ich ein... Kann ich nicht einsetzen. Peach, dash den noch weg. Stell ich dann hier hin. In der Hoffnung, die Bombe fährt rechts um den Block herum. Ja. Mario schießt zuerst mal. Tankt das weg. Vampir-Grip, er wird sowieso geheilt. Er wird jetzt aber doppelt angegriffen. Sehe ich das richtig? Ja. Oh. Wir haben sich gegenseitig auch noch weg. Er ist weg. Wir haben's. Okay, gut. Naja. Nicht ganz so gut wie erwartet, aber... akzeptabel. Und Mario, du hast noch 10 Leben. Kann man sich angucken? Ah. Ich würde ja gerne mitmachen, aber ich habe keine Lust, als Curlingstein zu enden. Bipo? Ja. Bis zu einem gewissen Grad hin kann ich dich sogar verstehen. Okay, das ist das Rätsel. Dann müssen wir runterrennen, hier unten den Knopf aktivieren, hochspringen und dann kommen wir an den Pilz. An den Pilz! Mario ist innerlich schon tot. Mario ist schon tot. Der hat nur noch 10 Leben. Ich glaube, so wenig hatte noch nie einer von uns. Also halt nach einem Kampf, meine ich jetzt. Ich weiß, dass das runtergeht. Das war mir klar. Wie, der macht nur so wenig. Mario, du bist... Oh Gott, Mario. Dafür haben wir ein 3D-Modell bekommen von... Ich hab's nicht gelesen. So viele Verteidiger. Wir brauchen Vollleben. Wie viele Gegner müssen wir besiegen? 4, also alle, die hier sind. Den da, den da, den da. Den Grobian da oben. Kampfzentrale, Mario hat ja vorher was. Ihr Rabbit Mario war das, der hat ja vorher was Neues bekommen, oder war das Mario? Wieso bei Primärwaffe was Neues? Ach, da hinten die ganzen Alten. Ja, kurz abhaken, dass sie auch wirklich da sind. Ich hab sie gesehen. Nee, der Hammer ist noch hier unten. Okay. Skill Tree. Mehr Rasereischaden. Stampfen. Den Schaden von Heldensicht, das wäre gut. Bombe. Wo kann ich hier die Bombe verstärken? Nicht, geht nicht. Auch nicht den Radius der Bombe. Mehr Schaden mit der Raserei wäre halt auch gut, aber wir brauchen wirklich Heilung hier. Ja, und sonst, das lohnt sich sonst gar nicht. Okay. Dann lass uns probieren, auch den nächsten Kampf hinzubekommen. Nee, 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 ganz anders. Ganz anders. So, so.
Er würde Peach haben. Und er wird noch nicht mal an den Grobian kommen. Und stellt der Typ sich einfach mal hier hin. Und trifft somit wieder Peach, das kann doch nicht wahr sein. Schlacht neu starten. Ja, was denn? Das muss ich ja. Let's play. Alright. Ja, gut, ich weiß, wie das geht. Direkt starten. Also, was haben wir gesagt? Rebel Peach dasht und stellt sich direkt hier nach hinten. Das könnte ein schwerer Kampf werden, weil wir so viele starke Gegner haben. Und Rabbit Mario dasht auch nochmal. Rennt dann aber nach unten. Rennt nicht nach unten. Stellt sich... Nein, springt. Und stellt sich hier hin. Ganz offen, ich weiß, aber er haut die beiden einfach weg mit seiner Donnerbüchse. Oder wie das heißt. Patronenpeitsche. Genau. Und Mario... Du springst von dem Typen weg. Und zwar hierhin, um noch ein bisschen versteckt zu sein vor den anderen. Mario haben wir in der letzten Runde ja ziemlich strapaziert, deshalb will ich den jetzt erstmal ein bisschen zurücknehmen. So kann er keinen Gegner doch kann. Und mit sogar etwas Glück einen Crit erzielen. Schade. Dafür mache ich aber die Heldensicht an. Und Rebel Peach nimmt ihn dann stattdessen raus. Pam. Ach stimmt, den Schuss habe ich noch nicht. Ja, doch, mache ich so. Dann wir kriegen die Vampir. Falls sie dashen wollen, bin ich schon mal etwas geschützt. Peach kann auch gedasht werden, deshalb mache ich da auch mal die Blase an. Und mal gucken. Ah, den da unten gibt es auch. Der wird hochkommen. Der wird hochkommen. Der wird aber kaputt geschossen. Ja, er kann sich nicht mehr bewegen. Aber die kriegen super Chance. Die machen... Das gilt für alle? Pam. Jo, wie gut. Also wie gut das eigentlich war, die Idee. Peach kann ja zweimal dashen. Da kann sie sich noch hier hinstellen und den rausnehmen. Sehr schön, der ist weg. Jetzt ist es ja nur noch der Grobian, den man wegdashen kann. Stelle ich mich dahin und hoffe, dass der Hammer was bewirkt. Müsste aber eigentlich. Mario hat einen guten Hammer. Ja. Und die Chance ist so gering, dass das nicht klappt und es wird... Es klappt. Okay, gut. War doch nicht ein so schwerer Kampf, wie ich dachte. Schon wieder Silber. Ah! Mag Silber nicht. Gold, sonst wird's untoll. Oh nee, ich sehe es. Okay, okay. Da kann man wahrscheinlich erst hin, oder da, doch, da kann ich schon. Eins. Drei weiter oben und eins Abstand. Also eigentlich... Das sind... Eisblöcke. Keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Okay, doch so. So.
So. Ach nee, das muss ja eins höher. Stopp, WDH. Wiederholung. Das muss dahin. Das da muss wohin? Ganz nach oben. In die Ecke. Nee, nicht ganz nach oben. Boah, das ist... Oh. Mal dahin. Da. 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 Nach da. Nach oben. Du wieder zurück. Du nach da. Du nach unten. Dann hoch. Hoch. Nach da. Nach hier. Geht nicht. Doch müsste eigentlich. Doch müsste. So. Und so. Oder hoch. Nee, nee, schon. Das muss einfach weiter nach vorne. Das müsste theoretisch hier stoppen. Ja, wir hier kriegen keinen Block mehr. Nee, wir lassen das. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Der müsste, ja, keine Ahnung. Hier eine Kiste zu mitnehmen. Eis der Sorbet-Wüste. Und einmal fliegen und ein Rätsel. Das sieht einfach aus. Wir müssen dahin, das heißt, wir müssen da hoch. Naja, wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Und da hoch. Okay, doch, es ist auch einfach. Und jetzt kommen die Leute, die gar keine Ahnung von sowas haben. Hä, wie machst du das? Ich mach das einfach. Hier nochmal was. Was ist das für eine Marke? Ich weiß es nicht. Nein, das ist eine Kiste. Stopp, zurück, zurück. Sofort zurück. Mario, zurück. Aber hier kommt der Bosskampf, so viel ich weiß. Also the final. Also nicht der final final, sondern der final der world. Und dann würde ich doch gerne nochmal hier Powerkugeln holen, die uns vielleicht sogar noch nützliche Sachen geben können jetzt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Boss eiskalt. Wortwörtlich. Und im übertragenen Sinne. Wie? Ah. Nein, geht zurück. Als ob. Oh Gott. Leute, diese Folge wird so lange, bis wir dieses Rätsel geschafft haben. Statement. Wir müssen nachher an der Kante stehen. Das, wir schieben das dahin. Das heißt, wir müssen nachher aus unersichtlichen Gründen dahin. Ja, okay, einfach. Ich denke mir da immer so ultra schwere Sachen. So, so. Hoch, rüber, hoch. Hoch. Ja. So. Jetzt wieder blau. Und dann ist fertig. Wobei, nachdem wir blau aktiviert haben, müssen wir blau noch einmal ausschalten, damit wir ins Ziel kommen. Aber ganz einfach. So. Jetzt vom blau runter und ins Ziel. Es wird mir keiner glauben, dass ich das gerade angekattet hingekriegt habe. Aber das war gar nicht so schwer. Das sieht 10-mal schwerer aus, als es dann doch ist. Und Leute, so wie es aussieht, es wird immer kühler und kälter. Gibt's noch was zum Angucken? Machen wir das noch. Ich weiß nicht, ob es ein und derselbe Rabbit ist oder zwei.
Nachbarn, die sich aus dem Weg gehen wollen. Ja, ihr seht schon da vorne. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, die Folge muss hier leider enden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, drückt die Glocke, abonnieren, die Glocke drücken, damit ihr auch den Bosskampf nicht verpasst. Bis dann, Leute. Ciao.